Willkommen, Soldaten! Ich komme für euch von Auraxis. Die Freiheit Amerikas bzw. der Independence Day wird in Planet Side 2 gefeiert. Vom 4. bis zum 8. Juli gibt's für alle kostenlos das Freiheits-Jetpack. Dieses Jetpack ist zwar das normale Standard-Jetpack, jedoch bereits auf der höchsten Stufe. Also an alle Anfänger, nicht vergessen, dieses Jetpack in dem Zeitraum auszurüsten. Zusätzlich ist dieses Jetpack auch noch animiert. Als Abgas werdet ihr viele Sterne in der Farbe Amerikas sehen. Für das neue Konglomerat, also die Freiheitskämpfer schlechthin, steht euch die Nomad-Rüstung für die leichte Angriffseinheit im Shop zur Verfügung. Und ich muss echt sagen, ja, die sieht nice aus. Ich will aber nicht wissen, wie viel die kostet. Natürlich wird es wieder doppelte Erfahrung geben. Also Leute, unterstützt doch das Spiel mit ein paar Euros und holt euch für diesen Zeitraum einen 50% XP-Booster. Der zählt natürlich auch doppelt. Wenn ihr also ordentlich zockt, könnt ihr euch endlich die Sachen leisten, von denen ihr schon immer geträumt habt. Wer noch nicht genug Infanterieausrüstung hat, der sollte lieber noch eine Passive-Card in der Ecke liegen haben, denn auch die Infanterieausrüstung wird in diesen 4 Tagen um 40% reduziert. Aber das war immer noch nicht alles. Am 4. Juli startet ebenfalls das Sommer-Event und läuft bis zum 31. August, also eine echt lange Zeit. Somit gibt's im Directive-System neue Aufgaben und Belohnungen, die ihr in diesem Zeitraum erfüllen bzw. freischalten könnt. So müsst ihr zum Beispiel Kills mit Sommerwaffen machen. Es wird als Granatenersatz Wasserbomben als Ballon geben, sowie eine Wasserpistole. Wie immer gibt's eine Silber- sowie eine Gold- und Auraxium-Stufe. Beim Abschließen der Silberstufe schaltet ihr einen Indar Sommer Profile Banner frei. Wenn ihr also einen Feind getötet habt, wird er diesen Banner sehen. Bei der Goldstufe gibt's besondere fraktionsspezifische Waffen für euren Flash. Für das neue Konglomerat den LA-7 Buzzard mit hochexplosiver Munition, die in einem großen Radius Schaden ausübt. Bei den Vanus erwartet euch die V30F Starfall. Eine Waffe, die mit Lichtgeschwindigkeit 3 Plasmakugeln abfeuern kann. Und für die Terraner gibt's den M4F Pelagor, der ein Feld von Feuer legen kann und somit alle Feinde, die in diesem Feld sind, wortwörtlich brät. Und letztendlich in der Auraxium-Stufe erwartet euch ein mit Auraxium-Shader animierter Ballon, Wasserballon, den ihr auf die Haube eurer Fahrzeuge setzen könnt. Also so etwas zum Angeben eben. So. Ich wünsche euch, liebe Freunde, wunderschöne, erholsame Ferien, natürlich gute Zeugnisse, zumindest für die, die noch nicht ihre Zeugnisse bekommen haben. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr zufrieden mit euren Noten seid. Ich zumindest bin es halbwegs. Ja, ich habe überall 3 und 2 und bin damit relativ zufrieden. Und natürlich wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung und Adrenalin in Planet Side 2.